jeder von uns kennt das Gefühl und weiß, wie das ist, wenn ein Fremdkörper in unser Auge eindringt. Eine kleine Mücke oder ein Sandkorn bringen uns dazu, sofort etwas zu unternehmen, um diesen Störfaktor aus unserem Auge zu entfernen. Unser Augapfel ist ganz, ganz empfindlich und es ist so, dass um das Auge herum viele Sensoren von Gott eingebaut wurden, die dafür sorgen, dass selbst das Auge sofort mit der Bereinigung oder dem Fortschaffen von diesem Fremdgegenstand anfängt und beginnt, das wieder zu säubern. Sofort entwickelt sich Tränenflüssigkeit und der ganze Körper, der ganze Mensch ist dabei, dieses, was stört, aus dem Auge wieder zu entfernen. Ich habe gefunden, dass in der Bibel auch immer wieder von dem Augapfel die Rede ist. Der Augapfel steht in der Bibel dafür, etwas besonders zu beschützen, etwas besonders zu bewahren, etwas besonders in einem Schutzbereich zu belassen. Wir lesen in den Sprüchen zum Beispiel, bewahre meine Gebote, dass du lebst und meine Weisung wie deinen Augapfel. Die Weisungen Gottes und seine Gebote sind Gott so wichtig, dass er möchte, dass wir diese wie unseren Augapfel bewahren. Er legt einen Fokus darauf, dass wir ein besonderes Augenmerk auf seine Gebote und auf seine Weisungen, auf seine Maßstäbe, auf sein Wort legen. Dass wir danach Ausschau halten, es zu bewahren. Dass wir nicht dahin kommen, das Wort Gottes oder Gott selbst zur Seite zu schieben oder die Priorität ihm nicht mehr zu geben, die er eigentlich haben möchte und die für unser Leben gut ist. Er möchte, dass wir das Wort Gottes, was er aussendet zu uns, was er zu uns spricht, was uns einfach zum Leben dient, dass wir das bewahren wie unseren Augapfel. Wir lesen an einer anderen Stelle, lass deine Augen gerade ausblicken und deine Blicke gerade vor dich gehen. Das heißt, dass wir fokussiert bleiben sollen auf das, was wir im Wort Gottes empfangen, was der Heilige Geist uns durch sein Wort sagt. Lass deine Augen gerade blicken und behalte den Fokus für das, was wichtig ist, wo Gott zu dir spricht, wo er dir Wegweisung gibt, wo er dir Hilfe gibt. Und du wirst sehen, dass dein Leben reich wird, dass da eine Fülle zu dir kommt und dass es dir hilft, auf dem geraden Weg mit Gott auszuschreiten, weiterzukommen, einfach weiterzugehen mit ihm. Ich bin überzeugt davon, dass du, wenn du einfach mehr in diesem Bereich des Bewahrens des Wortes Gottes, diesem Fokus auf sein Wort weitergehst, dass du dann erfährst, Gott hat mehr für dich.